Meine Damen und Herren von nah und fern, liebe Zuschauer, richten Sie die Ohren auf für die gesamte Flugdauer. Den Charakter in eine aufrechte Position. Sie glauben, das ist nicht so wichtig, im Showbiz schon. Genießen Sie 2 Stunden voller bunter Happen. Im Zweifel können Sie die Kinnlade runterklappen. Und ist die Dichtgeschwindigkeit für Sie zu tough und krass? Nicht die Waffen strecken, ich weiß genau. Wir schaffen das. Hier kommt der Schari, krallt euch in den Sesselstoff. Meine Locken schocken sogar David Hasselhoff. Und wenn ich einmal mit dem Winterfett am Arsch bin, dann habe ich noch mehr Frauen als der im Internet bei Farschik. Wow, Rettungsring, hä? Die Ohren bluten schon. Hey, dieses Ghetto-Ding gehört doch längst im guten Ton. Bin ich ein Nerd, der die Stilistik kopiert? Kopieren kann ich? Ich habe Germanistik studiert. Germanistik. Okay, zum Coolsein habe ich nicht die Realness. Ich war nicht auf der Real-Schule, darum fehlt mir vieles. Die Uni war mein Ghetto statt der Tonnenbrandten Beamerlampen, Referate, Reklamhefte statt Bikinischlampen. Und wie hart ein Leben wie im Hundezwinger. Jeden Tag für Bücher lesen und vom Blättern wunde Finger. Recherche in der Bib, Leselisten, Hausarbeiten. Walter von der Vogelweide, die ganzen Grausamkeiten. Drum habe ich nicht nur Texte hinter der Stirn. Meine Reime, ich kann sie auch noch interpretieren. Allen Studis in Hoodies, sage ich mit diesem Style. Klar, gebt euch nicht auf, Germanistik ist heilbar. Germanistik ist heilbar, weil's das und teils war ganz geil, doch verpeilt war. Und mir heult noch Kraut vor Fragen, was will uns der Autor sagen? Germanistik ist heilbar, weil's das und teils war ganz geil, doch verpeilt war. Feil derweil am eigenen Dichtkitsch. Grüße vom lyrischen Ich, Bitch. So sagt man das heute. Yeah, seid ihr im Haus, macht mal Lärm. Hey. Okay, Achtung, 2. Strophe. Irgendwann, da musste ich raus aus der Freakshow. Ich tauschte Bühne gegen Bip und Mief gegen Mikro. Lieber so ein Nomadentum als irgendwo Krawattenknecht. Paar Minuten Abendruhm, Andy Warhol hatte recht. Nur hatte ich keinen Schimmer, wie man so ein Solo stemmt. Dachte, was man braucht, sein Headset und ein Polohemd. In die Ruhmeshalle kommst du nur mit Straßenschuh? Eigenlob stinkt? Dann haltet euch die Nasen zu. Weil ich als Wortschmied und Poetry Slammer in die Köpfe euch mit Mordspeed mein Hohelied Hammer. Texte, die die Klassik und den Zeitgeist verbinden. Derzeit so weit so raus, ich sehe mich selbst von hinten. Überspanne mehr Generationen als die Buddenbrooks. High auf Sprache, völlig ohne Nuttenkoks und Äpfel, die ich in der Schreibtischschublade maisch. Oh, Schreibtischschublade, ein Wort mit 3. Egal, ich bin kein Lehrer, heiße Master, Magister. Erzähle keine Märchen wie ein grimmiges Geschwisterpaar. Und bin ich Medien zu sprachlich klug, dann wohl eher für den Flachbildschirm nicht flach genug. Ja, ich erweitere eure Alltagserfahrung, nicht haarsträubend, eher wie eine Kaltwachsenthaarung. Und sollte ich Haare spalten, dann werft nicht das Handtuch. Ich scheiße nicht klug, ich defekiere mit Anspruch. Germanistik ist heilbar, weil's was und Salz war, ganz geil, doch verpeilt war. Und mir heute noch Kraut vor Fragen. Hast schon nicht aufgepasst, doch, Leute. Germanistik ist heilbar, weil's das und teils war, ganz geil, doch verpeilt war. Feil derweil am eigenen Dichtkitsch. Grüße ans lyrische Ich, Bitch. Ja, geil war. Germanistik ist heilbar. Ja, geil war. Germanistik ist heilbar. Dankeschön, Dankeschön. So, damit jetzt erstmal ganz herzliches Willkommen in die Runde hier. Ihr seid voll gut drauf. Cool. Hey. Danke, ich freue mich auch, dass ihr hier seid. Ich freue mich auch selber da zu sein. Aber noch mehr freue ich mich, dass überhaupt jemand gekommen ist. Denn das ist nicht selbstverständlich, ne? Wenn da steht Germanistik, dann macht man sich normalerweise nicht so beliebt. Wir leben ja gerade in einer Zeit, wo auch ganz andere, ältere Formen von Germanistik wieder ausgegraben werden. Hier geht's also um die Germanistik, bei der man die Bücher liest, nicht verbrennt. Ja? Kleiner, aber feiner Unterschied. Das ist wichtig. Ja. Gut, aber okay, warum solltet ihr euch sowas angucken? Ja? Warum solltet ihr? Ich habe eine gute Nachricht, es geht gar nicht um Germanistik heute. Oh, echt? Haben wir so viele Germanisten hier? Seid ihr gekommen? Wollt ihr geheilt werden? Ja? Seid ihr deswegen hier? Ich weiß, es steht auf dem Plakat, aber das ist erstmal nur eine Arbeitshypothese. So, ja. Also vielleicht wissen wir nach dem Abend dann mehr. Mal gucken. Aber nein, es geht nicht um Germanistik. Es geht vielmehr um das, was sie aus einem Menschen macht. Man kann auch sagen, auch mit Studium kann man es zu nichts bringen.
Insofern sage ich einfach mal herzlich willkommen zu einer kleinen Selbsthilfegruppe für Geisteswissenschaftler. Man braucht das, wenn man sowas studiert hat. Man braucht dann sowas allein schon für die gesellschaftliche Reintegration. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Ja, Germanisten sind jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen nicht so... Ja, also wenn wir irgendwann den Mars besiedeln, kommt keiner und sagt, jetzt brauchen wir erstmal ein paar Germanisten, damit das klappt. Nein, das wird nicht passieren. Germanisten gehören nicht so richtig dazu. Darum geht's viel mehr heute. Es geht ums Dazugehören. Um das, was man tun muss, um dazuzugehören. Oder was man denkt, tun zu müssen, um dazuzugehören. Ja, das, für dieses kleine bisschen gesellschaftliche Anerkennung. Ja, hab mich lieb. Was wir alle irgendwie machen. Und der Germanist hat es da besonders schwer, denn der Germanist ist so ein richtiger Nerd. Nerd, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ist die Abkürzung für nie echt richtig dazugehörend. Ich habe deswegen mal überlegt, ob wir erstmal den Begriff klären. Habe ganz viel nachgeguckt, so Wikipedia, Brems Tierleben, alles das. Naja, das hat mir jetzt alles nicht gefallen. Da habe ich kurz an meine eigene Definition verfasst, natürlich in Reimform. Warum? Weil das dann noch nerdiger ist. Der Nerd. Der Außenseiter-Prototyp. Recht hell, wirkt bloß auf Fotos trüb und liebt Computer seit der Kindheit, sozusagen Windell Inside. Hochbegabt, doch nicht verehrt. Man hat ja, wie Geschichte lehrt, die Menschen, die zum Wissen fanden, Scheiter häufig missverstanden. Also liebt er Mutters Keller, wo er vor dem Futterteller strähnig und im Sprücheshirt sich wenig an Gerüchen stört. Das sind so Lacher jetzt. Ihr habt auch so einen im Keller sitzen, glaube ich, ne? Das hört man dann immer. Was ihm fehlt an tollen Zielen, macht er wett mit Rollenspielen. Nicht gefesselt, Swinger geil, mehr so Herr der Ringe-Style. So sieht man ihn in Bio-Socken, hart, Konsole Mio zocken, auf der Suche nach einem Ork-Ring, sozusagen Nerdic Walking. Sieht er sich als Jedi-Ritter? Bleibt sein Los bei Ladies bitter? Denn die Features? Pickelkummer? Meist Physikmatrikelnummer? Kumpeltyp und Held des Fairplay? Dann auch jeden Tag Bad Hair Day? Und der Look des Comic-Fans, das bremst soziale Kompetenz? Und liegt er trotz Ü30-Party wieder auf dem Scheiß-Flockati, ohne Quickie ledig da? Wer bleibt dann? Wikipedia. Drum trefft ihr wen, der keinen Sport mag, eher wortkarg, bleibt im Vortrag und ansonsten sehr lakonisch. Dann probiert's halt auf Klingonisch. Der Nerd, liebe Leute, das war jetzt mehr so ein, Mittelapplaus. Also wenn ihr keinen Bock habt zu klatschen, lasst es auch. Ja? Also keine Mitleidsapplause. Das ist außerdem, was es noch gar nicht gehört, nicht richtig zum Programm. Das ist nur Aufwärmen jetzt. Ja. Also das Eintrittsgeld ist noch nicht angebrochen. Das gibt's extra. Also, ja. Jetzt können wir anfangen. Und wahrscheinlich kommen dann die ersten Klugscheißer erstmal und sagen, hallo, ja, Nerds sind keine Germanisten, es sind so Computertypen, hast du auch gerade selber gesagt. Ich habe einen jungen Mann gesehen in einem Fernsehfeature, der hat das richtig gut auf den Punkt gebracht. Der sagte so, ja, also ich finde eigentlich nicht, dass der Computer mein einziger Freund ist. Weil ich habe ja auch zwei Computer. Aber ernst gemeint? So krass, ja, wo ich dachte, Mann, da möchtest du mal zum Geburtstag eingeladen werden. Stehen nur so Bildschirme am Tisch mit Papphüten drauf, ist der Wahnsinn. Aber klar, ja natürlich, Logo, das kennen wir, ne? Das ist der Norm-Nerd. Und dann kommt der Germanist und der ist so nerdig, dass der sogar unter den Nerds noch der Nerd ist. Das ist der Meta-Nerd, der Germa-Nerd. Und deswegen hat er es mit Technik auch nicht so. Der benutzt andere Arbeitsgeräte. Aber ich war mir nicht sicher, ob man die noch kennt. Ich habe mal sicherheitshalber eins mitgebracht. Das hier ist also so ein Buch. Habt ihr vielleicht mal gehört? Was ist das? Ich kann das erklären. Eigentlich ist es ziemlich cool, so als Erfindung. Also im Grunde ist es ein Reader, ja, aber analog. Ja, so, wo man denkt so, geht nicht? Doch, geht voll gut. Ja, ich zeig das. Das sind so die einzelnen, die Screens hier. Ne, Seiten heißt das. Kann man dann so scrollen.
Ja, das kann er, der kann nur auch manuell. Der hat kein Autoscroll. Braucht der gar nicht lachen. Der große Vorteil an dem Ding ist halt, man muss den nicht laden. Also gar nicht. Gut, also man kann sagen, er ist solarbetrieben. Bisschen Licht. Im Dunkeln geht er nicht, aber sonst. Hammer. Fast so gut wie das Original. Aber super Teil. Also ich kann es empfehlen, aber ich würde sagen, seid ein bisschen vorsichtig, wenn ihr euch damit jetzt in der Öffentlichkeit sehen lasst. Im Bus, in der Bahn, das ist schwierig. Ich werde auch immer sehr schräg angeguckt. What? Nerd? Ich habe einen kleinen Trick entwickelt. Nur zur Beruhigung der anderen Menschen mache ich dann gern mal so. Ein bisschen drüberwischen, klicken, tippen. Und schon können die das einordnen. Ja, aber. Ach so, okay, ja. Ist nur eine Skin, ne? Ja. Und dann ist Frieden, das ist super, echt. Und dann wurde mir klar, so groß ist der Unterschied jetzt auch gar nicht eigentlich zu unseren Geräten heute. Vielleicht heißt das dann, dass das Buch gar nicht tot ist. Vielleicht hat es sogar eine Zukunft. Wer weiß. Ja, nur nicht heute halt, klar. Aber guck mal, jetzt gerade kommt Vinyl wieder. Wer weiß. In 50 Jahren kommt das Buch zurück und alle so, boah, geil, Alter, gib mir ja Retro-Shit, Hammer. Und du musst so einen Teil haben, wenn du dazugehören willst. Wer weiß. Dann habe ich mir gleich vorgestellt, wie könnte es dann klingen, wenn sich so im Jahr 2070 so zwei ältere Herren unterhalten. Hey, Alter. Alter, es geht. Jo, korrekt. Hey, was ist los? Weil du siehst so voll gefrustet aus, hä? Ja, scheiße, Alter, das ist so wegen meinem Enkel, ne? Immer ist der da, wenn ich dem sehe, so mit seinem Ding so am rumtun, ne? Sein da, wie heißt das? Aber was meinst du? Ah, weiß ich da, was die alle haben heute. Ah, Smartphone meinst du? Bullshit, Digga, Smartphone hab ich selber. Ich meine diese neuen Dinger, wo gibt, ja, wie heißt, heißt Bitch, Bach. Und meinst du Buch? Ja, Buch. So ständig ist der mit Buch in der Hand so am drin lesen, ne? Ja und? Ist überall so. Ja, sogar wenn ich Bus bin. Ja klar, Digga. Wenn ich Training fahre, alle Kids haben Buch in der Hand, alle. Fängt schon bei klein an, so 6, 7 Jahre, nur lesen, lesen, ganze Zeit. Ne? Ja, da ich denke, was ist kaputt bei die Mutter von dem, ja? Ich meine, gebt ihr ein Kind so früh so einen Scheiß, Alter, was soll das denn werden? Ja, was soll das denn werden? Dann wirst du doch voll Spacko. Ja, Digga, darum reden die so, die Kids, ja? Da verstehst du kein Wort. So bei dem ihr sein Sprach, ne? Ja, weil die kennt ja gar keine richtigen Wörter mehr. Nur so geil oder fett oder so. So bei meinem Enkel, da ist ihm alles gleich trefflich. Ja, Alter, ich sag dir, deutsche Sprache geht voll am Arsch. Ja, oder YOLO. Glaubst du, einer von dem sagt so korrekt YOLO? So weißt du, was die Schlampe von meinem Enkel sagt anstatt? Was? Carpe diem? Alter, leck mich fett. Ja, ich schwör. Pass auf, pass auf. So mein Enkel in neulich, ne? So wo nicht verstanden hat, was ich sage, so zu mir sagt so, ja, so. Wie bitte? Wie bitte, sagt ihr zu mir? Alter, voll krass. Ich so, Kollege, willst du auf Maul? Wie heißt das? Sie so, ey, reg dich ab. Ich so, okay, gerade Kummer gekriegt, ne? Alter, wie bitte? Wenn mein Enkel mit sowas daherkäme, ne? Daher was? Ja, daherkäme. Ach so, nein, ich mein, daherkommen täte. Alter, ich wollte schon sagen, was redst du auf einmal auch so buchschwul? Ja, scheiße, Mann, dir kann ich ja sagen, ne? So hat mir meine Tochter halt auch so ein Buch geschenkt. Was, kein Scheiß? Ja, doch, ne? Und weißt du, so wenn du einmal anfängst, ne? So wenn du so ein so Buch hast, so kommst du nicht mehr weg. Weil brauchst du immer mehr Buch. Was, wozu? Ja, weiß ich, erst kaufst du ein Buch, ne? Und dann kaufst du noch ein. Und dann gibt Fortsetzung. Und dann brauchst du Wörterbuch, sonst verstehst du nicht. Und immer gibt verschiedene, gibt Gedichtband, Sachbuch, Roman, wo ich denke, Alter, wann können die sich endlich auf ein Format einigen? Ne? Ja, aber das ist so voll Absicht, ne, so von der Industrie, so dass die nie so alles so in ein Buch reinschreiben. Ja, weil da musst du aufrüsten. Ja, aber wird immer komplizierter, hä? Wo weiß ich, ist das jetzt Gedicht, ist das Sachbuch, was ist kompatibel zu denen, wo ich schon habe, ich weiß nicht.